Squashen ist voll der Pussy-Sport. Was bist du? Squashen. Du bist jetzt beim Boss oder was? Ja, bin ich jetzt gar nicht. Soll ich jetzt dahin dann tuddeln oder wie? Könntest du? Was schreiben die ganze Zeit Schatz voraus, wie Spastis? Ich hab keinen gefunden. Hast du in dem Turm den Ring hast du auch gelootet, ne? Ja. Chloranti-Ring, den zieh ich auch an. Was habe ich noch? Flinzring für eine Belastung, verringerte Belastung, körperliche Angriffe. Ja, man kriegt mehr Schaden, kann aber mehr tragen. Super. Nee. Das ist irgendwie nämlich irgendwie nicht der Fall. Du kriegst nicht mehr Schaden. Da fehlt wohl ein Komma. Ach so, verringert Belastung. Verringerte Belastung erhöht? Nee, macht keinen Sinn. Verringerte Belastung erhöht körperliche Angriffe. Hört sich beinahe an, umso weniger du trägst, umso mehr Schaden machst du. Könnte man vielleicht auch so sagen. Weiß nicht, keine Ahnung. Ich geh mal. Egal, wenn du getroffen wirst, machst du eh den Arsch zu. Also von daher ist eh scheißegal. Ja, wenn du genug Life hast, nicht. Ich habe jetzt wirklich echt viel in Life bisher reingesteckt. Es geht jetzt auch ein bisschen besser, finde ich. Obwohl eigentlich. Es sollte man mehr auf Stamina gehen. Auf Ausdauer. Scheiße. Nee. Achso, du solltest noch, was wir noch machen sollten. Ja, kannst du auch gleich machen. Du kannst hier die ersten untoten Knochen finden, die du verbrennen kannst. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja gut, jetzt, ich dachte, ich komme in diesem Turm drinne runter, aber ich bin außen runtergekommen. Jetzt muss ich nochmal zum. Ja, jetzt muss ich dann nochmal hin zu einem. Ja, zu einem Bonfire. Beziehungsweise über den Friedhof. Genau, und an dem Friedhof, da kannst du jetzt mal looten. Da ist nämlich, wie gesagt, dieses Ding bei. Aber du kamst doch an dem Turm direkt raus. Ja, ach ja, so, die Tür war aber noch zu. Ja, genau. Oh, kacke, da laufen immer noch die zwei Typen oben. Ja, aber ich sag mal, um 6 Uhr höre ich aber auf. Was ist denn das? Willst du mich verarschen? Ich kann mir jetzt hier eine Stunde rum für nix. Wie du das mit Absicht gemacht hast, du dreckiger Homo-Fürst. Ne, einmal schaffen, aber ich glaube ein zweites Mal nicht. Also ich fahre halt mit Christine einkaufen. Die ist gay. Ich hätte gemeint, es braucht ein bisschen länger, also vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht auch noch 15 Minuten. Ja, mega, wenn du sagst, jetzt komm, dann hetzen wir uns jetzt nicht, dann lassen wir es. Na, wir können es ja einmal probieren, ich gehe auf jeden Fall mal hin. Oh, die Ratte hat was getroppt, habe ich nicht gesehen, naja, auch nicht lohnenswert. Du kamst hier doch auch rein in der Kanalisation, ne? Da ist ja auch noch eine verschlossene Tür. Ja, du hast hier irgendeinen Gegenstand gelootet in der Untotenstadt. Die konntest du im Hub dem Händler geben und dann verkauft er für 2000 einen Schlüssel. Und dann kommst du da rein.
Tschüss. Du Homo. Wie sie alle mal lustig sein wollen mit den Nachrichten. Naja. Und die Homo-Facts, Alter. Nochmal die Glocken. Die Glockensplitter habe ich auch. Jo. Damit, wie gesagt, verstärkst du die Estus. Ja, das kommt klar. Und du hast, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Zeug heißt. Aber die irgendwas mit Seide, lila Seide oder irgendein Scheiß. Asche des Bestatters. Oh, da hatte ich auch was von gehört. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich glaube, das konnte sie jemandem geben. Oh, du Homo. Boah, ich muss hier die Füße haben. Ich will sie krank werden. Und den Helm. Also jetzt wurde ich aber echt zugeschissen mit Rüstungen, Mann. Ach, Idiot, ich habe noch eine Estus-Scherbe, habe ich gar nicht gesehen. Jo, ich stehe vom Boss. Oh, ich muss pissen. Jo, ich stehe auch vom Boss, also direkt vor dem Gate. Hast du die Tür schon aufgemacht bei dir? Ja. Ja, dann machst du mich jetzt lebendig. Okay? Ja, mach.
Ready? Jo. Vorsicht. Die Eier bewegen sich schon. Vorsicht, der macht was. Ab in die Wishlist, Baby. Ja, auch. Von der anderen Seite kommt auch noch mal was. Es kommt von zwei Seiten noch. Boah, hast du dem aber krass auf die Eier gelegt, Junge. Ja. Warum hat er keine mehr? Der hat vorne wieder welche. Vorsicht, der macht irgendwas. Ach da, das habe ich gar nicht gesehen. Vorsicht! An dem Bein hat er auch noch welche. Hier hinten am Rücken. Ja, auch an der Innenseite kommen. Hinten am Dings, die sind weg. Vorne sind noch welche. Jetzt. Aber jetzt. Oh, oh, das hat mich. Boah, Wichser. Ich bin sehr aggressiv vorgegangen. Ja, das habe ich gemerkt. Haben wir nicht schon Praise the Sun? So ein Ding ist scheiße, hätte ich mal das machen müssen. Fick. Am besten legst du da jetzt direkt draußen auch dein Sign? Nee. Nee, schon gut. Ich nehme Homeward Bone. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Nee, lass ich. Wir müssen ja das andere noch alles machen. Sonst muss ich das da auch noch alleine machen. Warum kann ich hier keinen Heimkick noch benutzen? Hä, warum ist jetzt alles hier Nebel? Weiß es nicht. Weil ein Finstergeist Rob eingefallen ist, ja. Oh, echt? Ja, hab ich schon gedacht. Ganz ach, toll. Du bist ja. Na klar, du lebst ja wieder. Tada. Wenn ich Glück habe, komme ich zu meinem Leuchtfeuer und kann da sterben. Oh.
Okay, ein blauer Geist hilft mir. Ja, das ist halt echt von Vorteil, ne? Wenn wir so lange mal in dem Ding sind. Ja, ich bin zumindest auf meinem Bonfire, da habe ich meine 15.000 schon mal auf jeden Fall so gut wie gesaved mit. Irrer Finstergeist, ja, es kommt noch ein Invader. Zwei Invader, ein blauer Geist. Ganz toll. Okay, der eine legt sich mit dem blauen an. Ah, und der Irre, der ist halt hier. Hey, das ist doch ein NPC. Das ist ein NPC, Mann. Da kann mir doch keiner sagen. Der fällt sich wie ein NPC. Weißt du, genau an derselben Stelle, wo bei dir ja auch war. Und ich glaube, das war wirklich ein NPC. Der ist so doof, um zu mir hinzukommen. Ja, da kannst du mir nur erzählen, was du willst. Irgendwann funktioniert er da nicht. Also entweder, wenn es wirklich ein NPC ist... Also, scheinbar. Der schafft es nicht, zu mir zu kommen. Das Coole ist, der Invader ist tot. Der Blaue hat ihn gekillt. Schon mal geil, aber jetzt ist halt noch hier den anderen, der sich echt komisch verhält. Boah, der live. Selbst Damage. Oh, was castet der? Hm. Oh ja, was denn? Ich bin in der Rolle. Ich hab den runtergekickt. Ich bin aber hinterher, weil ich nochmal nachsetzen musste. Aber ich hab direkt gewonnen. Verdient. Ich hab irgendeine Wirbelsäule bekommen. Ich kann dir nicht sagen, ob das ein NPC war oder nicht. Der hat sich teilweise verhalten wie ein Bot. Und teilweise würde ich beinahe sagen, es war ein Spieler. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die NPCs quasi das auch können, was ein Spieler kann. Aber das... Keine Ahnung. Ich weiß, auf jeden Fall habe ich jetzt meine Glut wieder verloren, aber naja, gut. Scheiße. Der Zaun ging kaputt. Cool. Egal, du hast ja deinen Boss jetzt. Meins brauchen wir eigentlich immer angefangen. Das lassen wir dann erstmal. Genau, hau einfach ab. Jude!